Ein Fernsehteam aus Finnland hat sich in den USA mit dem Prediger Fethullah Gülen getroffen. Das Interview für den Staatssender TV1 wurde von Tim Kankönen geführt, der auch die türkische Sprache spricht. Auf dem Gelände, wo auch Gülen lebt, hat das Team 3 Tage verbracht. Kankönen hatte bereits in der Vergangenheit ein Interview mit Gülen geführt und ihn über den Putschversuch vom 15. Juli 2016 und die anschließenden Verhaftungen und Unterdrückungen seiner Anhänger in der Türkei befragt. Wahrscheinlich sei das der Grund, warum er mit dem Prediger Gülen eines der seltenen Interviews führen durfte. Auf die Vorwürfe, dass Gülen hinter dem Putschversuch stecken soll, antwortete der Prediger: Gibt es ein Telefongespräch? Hat jemand behauptet, dass ich ihm irgendwelche Anweisungen gegeben habe? Habe ich jemandem irgendwelche Anweisungen gegeben und er hat es in einer Aussage zu Protokoll gegeben oder zugegeben? Gibt es jemanden, der sagt, er hat es gesagt und wir haben es getan? Die Idee stammt von ihm? Hätte eine internationale Expertengruppe den Fall untersucht, würde sich das als haltlos erweisen. Gülen wiederholte seinen Aufruf, den er direkt nach dem Putschversuch gemacht hatte. Damals hatte Gülen eine internationale Untersuchung des Putschversuchs gefordert. Die regierungsnahen Medien in der Türkei behaupten immer wieder, Gülen würde in den USA in Luxus leben. Kankönen hingegen sagte, dass er während seines Aufenthalts keine Hinweise darauf gefunden habe, die das bestätigen.